So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir hatten das schon als Let's Show und ich habe es privat ein bisschen gespielt, habe aber nie die Zeit dafür gefunden, die es eigentlich verdient hätte. Denn letztendlich ist es ein Spiel, was ähnlich angefangen hat wie Space Engineers. Lange Zeit hinter dem vermeintlich besseren Spiel schauen. Und jetzt allerdings, das muss ich ein bisschen besser. Genau, so ist besser. Jetzt aber meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen und gespielt habe, bisher definitiv an Space Engineers vorbeigezogen ist, was die Anzahl der Blöcke, der Baumöglichkeiten und viele andere Sachen angeht, ist es halt definitiv dann vorbei. Ja, also das ist so. Jetzt noch mehr. Wir nehmen Best. Das ist schon okay. So. Wir richten uns nur den Spieler ein. Ich werde einen weiblichen Charakter nehmen. Wir gucken mal Gesicht. So, sehr schön. Ja, das sieht ganz gut aus. Ach, mal durchschnittlich. Ah, die gehen schon fast die Haare, ne? Das hier wäre auch was. Obwohl, ne, sieht nicht so richtig gut aus. Dann nehmen wir, glaube ich, das hier. Ja, das gefällt mir jetzt am besten. Bart, natürlich hat sie keinen Bart. Ein bisschen blasser. Haare, da können wir was Ausgefallenes nehmen. Ah, was ist ausgefallen? Also zumindest was anderes. Hauptfarbe, auch mal einen hellen Farbton, ne? Grün? Hier so ein Orange vielleicht. So, da geht das, glaube ich, eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Wobei, vielleicht umgekehrt wäre es noch geiler. Machen wir das. Das wird nicht richtig weiß, ne? Genau, wie das hier dann sofort ins Grüne abdriftet, anstatt orange zu werden. Also ein dunkles... das ist gut. Das ist eine geile Kombination. Das gefällt mir. Hat was? So, wir werden ein neues Spiel machen. Wir hatten ja im Show ein bisschen was gezeigt, aber nehmen wir dann das einfach hier. LP. Org. Power. Genau. Wir werden natürlich entsprechend Survival machen. Wir nehmen hier einen Zufallswert. Genau. Such mal einen anderen aus. Genau, einfach mal so. Das wäre natürlich noch hier schwierig, seit gewohnt zu stapeln. Survival zu werden wird nur erfahren Spielen empfohlen. Genauso wie der hier. Wir sehen, es gibt verschiedene Planeten. Jetzt nicht wundern, das heißt jetzt nicht, dass wir nur über Space Engineers einen Planeten haben. Nein, nein, es gibt ein ganzes Sonnensystem mit etlichen Planeten und ziemlich coole andere Sachen. Man hat erst vor kurzem wieder etliches noch hinzugebracht. Rettungskapsel machen wir leicht, Spielerfortschritt auch, Rohstoffgehalt pro Erzlager. Machen wir mal viel und dafür können wir das dann hier auf normal lassen. Angriff auf Basis, Spawnrate, NPCs ist okay, Schwierigkeitsgrad, Feinde leicht, ja, ist besser. Geschwindigkeit, Konstruktion, Blueprints, ja, das ist okay. Damit kann ich, glaube ich, leben und dann springen wir direkt rein. Seid bereit, mit gruseligen Kreaturen auseinandersetzen. Ja. Es gibt halt auf jedem Planeten irgendwelche, also das ist jetzt auf diesem einen Planeten, den wir gesehen haben, der als schwer deklariert war, aber es ist halt krass, es gibt halt wirklich NPCs, du kannst an irgendwelche, es gibt Raumstationen, wo du halt landen kannst. So, jetzt mal gucken, hier unten zeigt er irgendwas an. Magnesium. Hier ist noch irgendwas anderes. Silizium. Kupfer. Was haben wir hier noch? Das wären schon mal zwei, die ich habe, und da ist aber noch was.
zeigt er mir drei an. Erst sind die beiden. Ja, dann gehen wir direkt hier nach unten. Das ist ganz gut. Gehen wir hier so runter. Okay. Ist einiges los hier. So. So rumst du mal ganz schön, ne? Mhm. Sehr schön. Das sieht echt hübsch aus, muss man wirklich sagen. Also ich bin nach wie vor ein sehr, sehr großer Fan davon. So. Kettensäge und Bohrer mal ausrüsten. Taschenlampe können wir eh immer gebrauchen. Ansonsten. Okay. Schade, dass wir jetzt halt kein Eisen gefunden haben. Meine, der Rest ist ja auch ganz okay. So, dann fangen wir erstmal an, was er hier sagt, ne? Überlebenskonstruktor platzieren. Ja, machen wir das mal hier so. Wunderbärchenhaft. So. Kraftstoffzelle, Vorlage aus für Motorradvorlage, okay. Ja. Achso, was war das? Bergbaugerätekern. Nee, den brauche ich, weil den braucht man hierfür. Oder? Ich bin der Meinung schon. Wir gucken gleich. Ich pack erstmal alles rüber, was ich habe. So. Ich habe auf jeden Fall coole Sachen bekommen. Kern, Pflanzenbeet, Pflanzenlicht. Man kann ja doch anbauen, aber da brauchst du halt dieses Pflanzenlicht. Schon sehr, sehr gut. Sauerstoffgenerator haben wir bekommen. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich geil. Kann ich das Wasser nehme ich mal mit und genauso das Medikit, das brauchen wir eher bei uns. So. Was sollen wir jetzt machen? Wir fangen wieder komplett von vorne an, ist einfach besser. Kraftstoffzelle, okay. Genau, haben wir einmal. Schalten den mal an. Und hier war doch das Motorrad, genau. So. Das Motorrad ist wichtig. Das ist echt wichtig. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir irgendwo Eisen finden. Also hier, Sauerstoffgenerator. Haben wir ja. Aber ich glaube, den muss ich extra bauen noch, ne? Das will er, glaube ich, von mir. Ne, platzieren, sagt er nur. Okay, das ist gut. Dann legen wir den mal hier hin. Genau. Er muss ja ins Wasser. Oder ans Wasser, genau. Sehr schön. Und. Ach ja, da braucht er Kraftstoff. Machen wir erstmal nur eins rein, das reicht. Wir sehen, ne? Restarbeitszeit 24. Ja, lauf mal. Ist schon geil. Allein, dass es hier Wasser gibt, finde ich halt mega, mega geil. Achso, halt, ich habe meinen Helm noch auf, ne? Ich glaube, U. Ja, U war der Helm. Genau. Einfach V dann. Ja, V ist hier die externe Ansicht. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, mit Steuerung gedrückt halten kann man hier dann halt rumzoomen. Das sind halt wir entsprechend, ne? Das ist halt ganz schön. Hier gibt es halt auch weibliche Engineers, ne? Oder halt, so. Du. Sollen wir jetzt machen? Essbare Pflanze finden, okay. Das ist nicht so schwierig. Wobei kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Ich glaube, das war. Genau, da haben wir's. Heilpflanze auch noch. Haben wir. Sehr gut. Das haben wir noch ein bisschen. Das ist halt das Coole, dass es halt auch so viel als Mitnehmen gibt, ne? Jetzt bei Space Engineers, ja, da hast du halt Gras und Bäume, aber die sind für nichts da. Also es ist halt so ein bisschen schade, finde ich persönlich. Auch, dass man da halt nichts macht, dass man da nicht vorankommt an der Stelle. Das ist halt ziemlich enttäuschend auf Dauer. Also, Spiel hat eigentlich mega viel Potenzial und der Entwickler bringt halt nichts, ne? Also in Sachen Gameplay wird es nicht weiterentwickelt. Dann wurde mal das ganze Remodel-Design gemacht, es gibt neues UI und neues GUI.
Das ist hart, beziehungsweise wurde ja neu gemacht. Ja, wow. Ob mich das jetzt so unbedingt spielerisch da weiterbringt, weiß nicht. Mehr Blöcke und so. Gut, jetzt sagt man immer, oh, Mods. Ja, aber... Naja, gut. Gegenstand verbrauchen. Genau, nehmen wir das hier. Sehr schön. So, Beute erlegen. Mal gucken, wo wir hier irgendwas haben, was wir erlegen können. Wo wir stark genug sind. Aber so mein Zweifel. Also Baum niedersägen. Das gibt ja meine Erfahrungspunkte. So. Könnte natürlich auch so mit einer Kettensäge auf den Alien losgehen, aber. Da hinten ist, glaube ich, ein Kobalterzlager. Oh, okay. Auch nicht verkehrt. Wir müssen echt ein bisschen drauf achten. Ja, wir haben eigentlich das Motorrad. Eigentlich bin ich ja doof, dass ich das Motorrad nicht nehme, ne? Ach, da vorne ist aber eins. Guck mal. Her. Wunderlich nervt. Na, schon solide gemacht. Das einzige ist, das Handling vom Motorrad könnte noch ein Ticken besser sein, finde ich. Das ist ein bisschen schwerfällig. Aber immerhin haben wir Motorrad. Das sieht halt echt cool aus, ne? Klar, jetzt könnte sich einer schön, ja, super, das brauchst du nicht bauen, ist das fertig. So, ne, kannst du nicht selber designen, ja, warum auch? Beim Motorrad finde ich das nicht schlimm, echt nicht. So. Genau, was wäre denn hier bei Nahrung? Einfach mal gucken, was wir dabei rauskriegen. Denn ich habe mal 4 Stück davon. Mhm. Packe ich mir gleich mal hier hin. Immerhin, das ist wertvoll. So, kann man das hier mal rein. Vera, Fasern. Ja, kann man alles gebrauchen. Achso, das war's schon, oder was? Alien-Teile. Ja, Bandagen sind auch nicht verkehrt. Gut, okay. Munition, Sturmgewehr und... Achso, Sturmgewehr haben wir ja noch nicht. Ja, das müssten wir dann erst entsprechend freischalten. Wir haben von Freischaltpunkte 10. Hm, okay. So, Waffen. Ah, wir sehen, wir müssen ein Level 6 werden. Ja, das ist wieder das. Da brauchst du dann ein bisschen für. Basis. Das heißt, dann werden wir in der Zeit gucken, dass wir ein bisschen Ressourcen beschaffen. Ja, wir haben hier das Lager. Das heißt... Sammeln wir noch fleißig. Ist doch gerade das weggeflogen, ne? Aber es war noch nichts. Das war noch nichts. Na, guck mal, da haben wir was. Magnesium, ja, es gibt halt auch EP. Das finde ich zum Beispiel ganz cool, dass es... Ich glaube, ich muss das mal mit den Soundslicer stellen. Es ist zumindest, ich habe den Eindruck, dass es mächtig laut ist. Ja, ich glaube, so ist es besser, ne? Naja. Also zumindest, ich hoffe es. Wenn nicht, müssen wir das nochmal ändern. Aber ich glaube eigentlich, dass das passen sollte. Ich hoffe es zumindest. So, dann bauen wir fleißig ab, bis wir ein Level up haben und alles. Arbeiten das dann hier. Achso, ja, den kann man auch gebrauchen. Noch mehr irgendwo. Ja, auch das Silizium bei uns abholen. Klar, jetzt ist es vielleicht nicht so geschmeidig vom Abbau her wie bei Space Engineers, aber
ich muss sagen, es ist halt okay, es kommen nur noch Stangen rum, du kannst was abbauen. Die ganze Landschaft verformt sich ja ringsum. Der Boden ist halt nicht einfach nur so ein Loch, ne? Das ist ja schon ein bisschen anders. Auch Wracks zu entdecken und alles mögliche, was das hier so abgestürzt ist, ist schon echt sehr, sehr cool. Ja, eine richtig schöne Mine basteln. Einfach nur das Soßen geschaffen. Regelmäßige Updates, von meinem Empfinden her, die dann halt auch wirklich was im Spiel verändern. Ne? Das finde ich halt sehr schön. Mich nervt es, wenn das Spiel halt einfach stillsteht bei der Entwicklung. Wenn halt sowas wie, wow, wir haben jetzt diese Lens-Flare-Effekte im Spiel, wenn das schon als Highlight verkauft wird, beziehungsweise jetzt bei dem neuesten Trailer oder der so ein Teaser, der jetzt gezeigt wurde, von Space Engineers bei jetzt vor ein paar Tagen bei dem Video, da wurde ja dann gezeigt, dass ich muss den Sound glaube ich noch ein bisschen leiser machen, ne? So, warte mal kurz. Das ist irgendwie immer noch ziemlich laut. Ja, ich glaube, so ist besser. Da wurde halt gezeigt, dass es jetzt Fallschirme dann demnächst gibt, ja, dass die dann halt integriert werden, dass es momentan in der Prüfung ist, in der Entwicklung, aber ja gut, das sind halt nur Fallschirme. Was bringt mir das großartig? Also, das macht das Universum jetzt nicht reicher und spielbarer. Oder irgendwie, ne? Das beschweren sich aber sehr, sehr viele darüber. Was man halt sagen muss, was aber kein Gehör findet. Leider. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber da gibt es halt Alternativen. Und diese Alternativen lohnen sich halt auch wirklich. Ne? So. Ich muss gucken, ich glaube, ich mal bald was wegbringen. Es wiegt ja natürlich auch alles was. Hier nach oben buddeln. So einen kleinen Weg aufbauen. Ja, wenn ich damit man halt auch wieder hinkommt, ne? Naja. Macht ja keinen Sinn, wenn du da nicht wieder hinkommst in deiner Mine. Riecht das noch was? Man kann relativ großzügig hier springen und halt auch mit dem Jetpack gleiten, das ist sehr angenehm. So. Habe ich das Licht an, ne? So, das ist von dem. So. Schotter, aber hier Magnesium-Erz. Oh, es geht schon. Das können wir dann ja alles verwerten lassen. Jetzt muss ich kurz gucken, wir können Magnesium. Gab es hier nicht Magnesium? Die Magnesiumpulver, genau. Und Steinsmehl machen wir auch mal. Soll er mal so ein bisschen anfangen, das zu verarbeiten. Also wir sehen hier ein bisschen Magnesiumpulver haben wir ja schon, aber... Genau. So. Aber es hat mir, glaube ich, jetzt... Erfahrungspunkte technisch nicht so viel gebracht, ne? Ne, nicht so richtig. Oh, der macht viel davon. Wir mussten immer 10 Stück. Heftig. Ja, wir sehen, wir haben hier unten auch noch einmal reichlich davon. 5 Stück und daraus kriegen wir 10. Also da kann man jetzt also wirklich sagen, haben wir viel bekommen. Okay, gut, den lassen wir jetzt einfach mal werkeln. Wie sieht es aus hier? Ja, braucht alles noch. Wir könnten ein bisschen Holz fällen. Das bringt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Ja.
Holz braucht man immer. Naja, spätestens wenn wir anfangen, unsere Basis zu bauen. Aber jetzt haben wir keine Erfahrungspunkte bekommen, ne? Das ist ja wirklich. Aber wir müssten doch durchs Aufsammeln hier was bekommen. Naja, 20 EP. Ah. Ja gut, dann sammeln wir jetzt hier Pflanzen ein, ne? Wenn das so 4 Erfahrungspunkte bringt, dann mache ich jetzt lieber das. 5 Stück, hast du schon 100 zusammen? Kannst natürlich schnell an irgendwas rankommen, ne? Beziehungsweise eher relativ immer. Sachen aus der Hand legen. Ich bin immer nicht so dafür, dass man mit Waffen in den Händen hier rumlatscht. Weiß auch nicht. Ich bin ja einer, der dann aus Versehen mal so schnell den Mausknopf drückt und dann ratzfatz hast du irgend so ein Alien angeschossen und befindest dich hier im Krieg mit irgendwelchen fiesen Viechern, die alle viel, viel mehr und viel, viel stärker sind als du. Oder? Da ich das äußerst ungut finde und ich glaube, wir das auch nicht überleben würden, lasse ich das dann lieber. Ah, Prometheum-Erzlager. Okay. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass wir gleich ein Eisenerzlager finden, dann bin ich noch glücklicher. Ich muss doch bald mal Level abgehen. Oh. Okay, wir sollten es langsam kurz ausruhen. Wir sehen unsere Ausdauer. Wenn man viel rennt, ne? Hier gibt es halt auch so viel zum Mitnehmen. Der Sammelwahn bricht halt hier definitiv aus, finde ich jetzt zumindest. Zumindest bei mir bricht er hier immer aus. Es könnte auch eigentlich, finde ich, noch irgendwie einen Scanner geben, so wie bei Subnautica, dass man hier Pflanzen und sowas halt scannen kann. Ja, das wäre echt noch ganz geil. Oh, naja, okay. Okay. Ich bleib kurz stehen. Das bringt am meisten. Brauchen wir irgendwas Nahrung? Wir können hier mal kurz. Genau, wunderbärchenhaft. Ja, ist halt ganz schön, dass man sich halt hier dann wirklich drum kümmern muss. Ne? Das ist halt wirklich Survival. Das ist nicht so wie bei Space Engine, sondern Motto, ey, Sauerstoff. Ja, ist halt wirklich das Einzige, ne? Sauerstoff und bitte komme ich zu hart auf den Boden auf. Das ist wirklich bis momentan auch das größte Diskussionsthema immer noch, seit einer ganzen Weile. Und der größte Aufreger in der Community, dass die sich halt alle wünschen, dass die Survival-Komponente da vorangetrieben wird. Aber es kommt nichts. Es ist echt so schrecklich. Du kannst schreiben bis zum Umfallen, es wird auch nicht drauf reagiert. Und es kommt halt null in der Richtung. Das ist echt so frustrierend. Und so unverständlich, warum man halt so reagiert, ne? Von Seiten des Entwicklers. Das ist dann hier. Hier gab es zum Beispiel ein Voting. Hier gab es vor einer ganzen Weile. Gab es hier ein Voting für die Community, wo man abstimmen konnte, was möchte man gerne sehen. Da war halt eine riesige Liste von den Entwicklern, so wie gesagt, mit Sachen, die halt größer sind, ne, und halt eher kommen sollen, und dann halt so kleinere Sachen, was man sich halt wünscht, dann musste man halt abstimmen, und dementsprechend haben die sich jetzt von der Entwicklung her dann darauf konzentriert, auf das, was da halt abgestimmt wurde. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. So. Jetzt bin ich bald mal Level up? Oh ja. Wir gehen gleich Level ab. Und dann sind wir erst Level 2 und wir brauchen nur noch ein bisschen bis Stufe 6. Eieiei. Ich sehe schon, das könnte haarig werden. Ah. Ach, Level 3 haben wir jetzt erreicht. Okay. Kühlschrank, Kanonengeschütz, ja. Das hätte natürlich auch was, weil wir damit an unserer Basis verteidigen können, aber. Small Vessel finde ich jetzt irgendwie besser. Da wäre ein Generator wichtig. Ja, freischalten. Treibstofftank wäre da wichtig. Das brauchen wir nicht unbedingt. Cockpit. Was ist das jetzt hier? Fahrwerk? Ja, auf jeden Fall. Brauchen wir auch. Haben wir keinen Antrieb, ne? Das kommt hier oben, glaube ich, erst, oder? Das ist nirgendwo. Vielleicht hier? Oh, das Multiwerkzeug. Ja, das ist echt mega, mega wichtig.
definitiv sollte man das, genauso wie das Texturierwerkzeug, super gut. Was ist das denn hier? Frachtboxblöcke. Ah, Waffe. Oh, Waffe geht doch schon. Ja, sehr geil, okay. Gut, dann kommen wir doch voran. Okay. Also zurück. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es jetzt schon machen können. Sehr schön. Ja, das Sturmgewehr ist auch wichtig, ne? Wir haben es ja beim Let's Show gesehen, wie wichtig das tatsächlich ist, wenn dann diese verkackten Drohnen ankommen und einen dann hier penetrieren die ganze Zeit. So, auf jeden Fall sollten wir, ich glaube, nicht so schnell verhungern. Ja, ist halt so super geil, dass du dich hier um Nahrung und sowas kümmern musst, ne? Wo hast du das denn sonst? Bei einem dieser Weltraumspiele, wo du ein Universum zur Verfügung hast zum Erkunden und du halt dein eigenes Raumschiff basteln kannst. Ich glaube eher weniger. Ja. Da hinten ist es, genau. Ah, das ist abgeerntet. Aber die Sachen wachsen nach, das ist ganz schön. Braucht halt nur ein bisschen. Ja, Jetzt warten. Dann laufen wir normal weiter. Ah, die nähern sich da meinem... Spielt ja nicht an meinen Sachen rum hier. Fiesen Aliens. Kenne euch doch. Na, mit denen sollten wir es nicht anlegen. Also ich glaube, sie rennen weg, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist cool. Echt sehr, sehr geil gemacht. Also allein, dass hier halt in Viecher rumlaufen, ne? Nicht wie bei Space Engineers, wo die halt total auf dem, du lebst halt auf einem toten Planeten. Es gibt diese komischen Cyberhounds und die Asteroiden, die ganze Zeit runterkommen und einen so hart penetrieren, dass du dir denkst schon so, okay. Ein Sadist hat das gemacht, aber. So. Alles rein hier, auch das Holz, genau. Sehr schön, ja, da könnte man jetzt hier Holzlatten ausmachen und, na, wir sehen, es gibt halt alles mögliche Zement, alles brauchen wir letztendlich auch irgendwie. Alter Schwede, ey. Da haben wir jetzt mal reichlich von irgendwas. Achso, halt. Wir sollten die Waffe. Waffenbahn hier. Und es ist halt schade, dass man halt nicht sagen kann, okay, das machen und dann entsprechend baut das, sondern wir müssen es halt selber machen. Aber es ist auch nicht so dramatisch. Okay. 5 Metallkomponenten und eine Elektronik. Elektronik. Genau. So. Brauche immer ein bisschen. Es gibt später noch andere Konstrukteure, wo da halt, das ist ja nur ein Überlebenskonstrukteur, der nächste, den man halt bauen kann, der kann viel mehr bauen als das. Halt auch viel krasser dann. So, das ist dann 5,8. Das ist dann die hier. Metallstück brauchen wir dafür, okay. Ich das dann immer hier. Wir sehen, es werden immer 8 gefertigt. Ich mache jetzt absichtlich ein bisschen mehr. Erstens brauchen wir davon sowieso einige. Und zum anderen will ich auch ein bisschen mehr Munition herstellen können, als nur so ein Popelkram hier. So, wenn wir 10 Stück machen, vielleicht reicht es. Er sagt, er braucht, also er packt immer 25 raus. Das wären dann jetzt dann rein theoretisch 250 Schuss. Gucken wir mal, ob das so alles hinhaut. Ja, spannend. Das denn so klappt. So, das lege ich mir auf jeden Fall mal hier hin. Genau, sehr schön. Es wird auch langsam dunkel, wir sehen es hier, ne? Sonne geht unter. Ja, das ist halt ganz schön, das, was bei Space Engineers auch so ein bisschen fehlt, Uhrzeit, dass man mal weiß, okay, wie spät ist es jetzt hier? Wann geht die Sonne auf und unter? Wie lange muss ich da noch warten? Ja, wenn man auf Planeten ist, ist es zumindest ganz wichtig, finde ich. Da wäre auch ein Kompass sehr geil, was man hier ja dann auch hat. Also unbedingt eine Karte muss nicht sein, aber zumindest entweder, dass man aufgrund von Scannern, die man halt aufstellt, eine Karte generieren kann, eine Oberfläche. Oder aufgrund von den Satelliten. Aber zumindest, dass man einen einfachen Kompass hat. Was weiß ich, dann hat der Space Engineer, drückst du eine Taste und dann hebt deinen Arm und hast hier eine Uhr. Da siehst du dann den Kompass und siehst die Uhrzeit. Reicht doch vollkommen. Wäre auch eine coole Animation, aber nein. Das will man nicht. Munition kannst du mal ordentlich basteln.
Erz abbauen. Ach so, Erz abbauen, na gut, das können wir gleich machen. Wir machen einfach dieses komplette mit dem Tutorial und allem drum und dran, machen wir einfach Reihe nach durch. Wir werden nur manche Sachen ein bisschen anders machen, beziehungsweise wenn er dann sagt, hey, baue jetzt diesen Stationskern, dann werden wir erstmal anfangen, ein Fundament zu bauen und werden da das dann ganz normal hinbauen, denn ansonsten, ja, es ist ein bisschen doof. Was natürlich hier ist, die Blockauswahl ist wahnsinnig. Das werden wir dann feststellen, wenn wir dann anfangen, die Station zu bauen. Wie viel es da gibt, ist krass. Echt. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert. Deshalb brauchen wir auch dieses Multitool, damit wir halt die Blöcke transformieren können. Also einen Basisstarter platzieren, sagte er schon. Ja, es verschwindet dann manchmal, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Naja, aber nicht so dramatisch. So. Ich finde auch von den Tasten ja alles ganz sinnig und sieht auch ganz gut aus mit der Taschenlampe, ne? Ja. So, Basisstarter. Haben wir den eigentlich schon? Kern. Nehmen wir auf jeden Fall mal das hier mit. Vorsichtshalber. Sehr schön. Reichweite 190. Ist auch ganz schön, dass man halt immer zu den Tools entsprechende Informationen bekommt. Klar, jetzt ist das GUI nicht so mega krass Design mit irgendwelchen tollen Effekten oder sonst was, aber es ist sinnig, es ist minimalistisch, bietet aber alle möglichen Informationen und sogar noch zusätzliche Sachen wie rechts zu der jeweiligen Waffe, ne, entsprechend oder hier Reichweite, Brennstoffzelle, wie viel haben wir da? Finde ich halt sehr schön, dass man da immer Bescheid weiß. Ja. Okay, Basisstarter platzieren. Dann muss ich da mal erst bauen. Genau. Machen wir das mal. Ha, sehr schön. Ja, ich denke, an Munition sollte es das nicht haben. Wobei, er hat eins weniger gemacht. Ah, Magnesiumpulver haben wir genug. Das ist es, ne? Der will jetzt dann das, was wir da anfangen mit diesem Basisstarter. Ich kann das mal zeigen, wenn wir den jetzt auswählen. Wäre das hier dieser Klotz? Und das will ich nicht. Ich will jetzt nicht diesen Klotz hier einfach so hinstellen, sondern wenn er möchte, das vernünftig haben. Wir können Stahl, Holzblock. Wir machen unten. Ja, wir machen Holzblöcke erstmal. Wir machen erstmal Holzblöcke. Das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. 10. Das ist jetzt so die Sache, wie viel haben wir? Wie viel kriegt man da immer raus, ne? 40, okay. Wir gucken gleich mal. Ja, weil damit fahren wir jetzt erstmal am besten, wenn wir sagen, hey, wir machen erstmal so ein paar Blöcke. Gut, es ist jetzt vielleicht mit 30 ein bisschen viel, aber wir sehen, wir können auch halt Flügel machen und alles. Also sowieso, also wie gesagt, ich bin immer wieder fasziniert, was man hier alles machen kann, wie umfangreich es ist und wie man sich beim Raumschiffbau wirklich austoben kann. Das ist der Wahnsinn. Also wer schon denkt, okay, bei Space Engineers kann ich viel machen, wir machen ja auch viel, ne? Wenn ich das überlege, dieses Docking-System, was wir da haben, mit der Rampe dann auch noch und sowas, bei dem Explorer, den wir da jetzt gerade bauen, im Let's Play, das ist schon genial, was du da halt auch machen kannst, wenn du dann diese Timer mit dazu nimmst und entsprechend komplexere Schaltungen machst, die dann halt, wo das eine dem anderen dann halt folgt. Ist schon angenehm, aber wie wir ja sehen, bei vielen Sachen, wenn man dann halt was basteln will, brauchst du halt definitiv immer Mods, weil die Standardblöcke es eigentlich nicht hergeben. In den meisten Fällen. Ja. Beziehungsweise muss man auch sagen, hier ist es so, dass man auch auf die kleinen Schiffe, es gibt hier kleine und große Schiffe, ähnlich wie bei Space Engineers, aber man hat hier genauso viel Wert auf die Vielzahl und die Möglichkeiten gelegt, wie bei großen Schiffen. Wir haben es gesehen, es war schon so ein kleiner Konstrukteur, war da freischaltbar bei Small Vessel. Das heißt, da kann man dann auch einen Konstrukteur für ein kleines Schiff bauen, ne? Kann man ja bei Space Engineers nicht. Da gibt es eine Montageanlage halt nicht. Nur durch eine Mod, die ich installiert habe und die ich sehr gerne nutze, aber es ist echt ganz geil. So. Okay. Er baut. Nehmen wir uns mal an.
Bisher kommt nichts, das finde ich gut. Dann müssen wir mal gucken. Weiß gar nicht mehr. Na egal. Wir nehmen jetzt mal die 7, genau, das wäre das hier. Zeige auf was? Verbindung nicht verfügbar. Okay. Ist ja interessant. Also das heißt, ich muss dann diesen Starterblock jetzt setzen oder was? Okay. Dann machen wir das aber hier oben. Hier ist es so ein bisschen ebener. Das finde ich dann angenehmer. Okay. Und jetzt kann ich dann hier. Entsprechend, ja, sehr schön. Können wir das dann ransetzen? Jetzt ist halt die Sache, macht so wenig Sinn. Wie waren das jetzt? Habe ich denn schon diese Tools gebaut? Ich weiß gar nicht, ob ich das gleich bei Beginn sagen konnte. Müssen wir kurz in die Tasten gucken. Das Tastaturlayout. P, nein, wäre es nicht. Ich glaube, P ist es nicht. Wir können gleich mal schauen. Warp-Antrieb. Ach genau, rotieren. Also wir können mal kurz P drücken, aber nee, da brauchen wir dann dieses Multitool. Wir sehen, wir brauchen einen Generator, ne? Das will er jetzt von uns. Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen was, damit wir. Achso, halt. Genau, die nehmen wir jetzt mit. Den kann ich dann nicht mitnehmen, oder was? Doch. Ja, den Notfallbehälter, den haben wir ja. Wie viel habe ich noch? Zwei Stück, okay. Wo war ein Jetpack? Ich glaube J. Ja. Relativ sinnig irgendwie, ne? Das auf J zu packen. So. Dann packen wir den einfach mal hier vorne hin. Hat er jetzt noch die Sachen drin? Es kann nicht sein, dass jetzt alle Sachen weg sind. Ist jetzt alles weg? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Das ist ein Witz, oder? Hat er Auto gespeichert oder sowas? Ei. Das ist ja richtig. Weil dann ist es nämlich jetzt für uns praktisch nicht möglich. Ich gehe mal hier kurz raus. Spiel fortsetzen. Wann ist denn das? Das ist jetzt gerade eben. Ne, dann müssen wir praktisch diesen älteren Spielstand laden. Aber das ist ja natürlich jetzt doof. Wir haben jetzt ein bisschen was verloren. Da sehen wir mal eins der Schiffe. Sorry an der Stelle. Also das heißt, ich kann ihn sowieso nicht auf der Basis platzieren. Das heißt, wir lassen ihn dann einfach da. Ja, es bringt ja nichts. Ja, super. Weil hier das Ganze umsonst gemacht. Mehr oder weniger.
Na, wunderbärchenhaft. Das tut mir leid, dass das jetzt so gelaufen ist, aber dann werde ich praktisch offscreen das nachholen soweit und dann machen wir dann an der Stelle zusammen weiter. Weil es hat jetzt keinen Sinn, praktisch jetzt hier euch dazu mit zu quälen, das alles nochmal durchleben zu müssen. Das wäre jetzt, glaube ich, etwas unsinnig. Und wir sehen, wir haben das Level Up noch nicht. Wir brauchen erst Level Up 3, damit wir das alles bekommen können. Also mache ich das offscreen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es wird immer Samstag, Sonntag das geben. Das heißt, morgen kommt die nächste Folge. Bis dahin habe ich das aber auch soweit nachgeholt. Bis dahin, euer Mr. Zocker.